Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Das letzte Mal haben wir Aufzählungszeichen gemacht. Aufzählungszeichen und auch nummerierte Aufzählungen. Und jetzt bei dem Nummerieren ist mir eingefallen, vielleicht möchte man Sachen nummerieren. Und die sind vielleicht verstreut, nicht in einer Liste, sondern die sind im ganzen Text verstreut. Also wie man ja, Abbildung 13, das muss ja auch irgendwie funktionieren, ja. Also beim Abbilden haben wir das gehabt. Bei manchen geht es automatisch. Also das ist zum Beispiel, wie gesagt, Abbildungen, Tabellen und so weiter, da geht das automatisch. Aber es ist, wenn ich zum Beispiel, Zitate oder sowas. Machen wir Zitate. Machen wir hier. Neue Überschrift. Nummerierte Felder. Flederfelder. Wie macht man so ein nummeriertes Feld? Es ist ein Feld. Ja, das ist schon mal, das habe ich jetzt schon mal in der Überschrift verraten, ein sogenanntes Feld. Das geht unter Einfügen, Schnellbausteine hier oben, ja. Und da kann man Felder angeben. Und da sehen wir, gibt's ein paar Felder gibt's. Keine Angst, wir machen nicht alle. Wir machen genau eines, ja. Also, man kann sich das da ein bisschen anschauen. Man kann sich das ein bisschen anschauen, was es da alles gibt, ja. Und, was nehme ich jetzt? Ja? Da zum Beispiel Num Pages. Ja? Ist die Anzahl der Seiten in dem Dokument. Das kann man vielleicht da unten irgendwo verwenden. Ja? Ich verwende normalerweise dieses Listnum. Okay? Und da sehen wir Dezimalstandard, Gliederungsstandard, Nummerstandard. Was ist, wenn ich einen eigenen Listennamen? Ich möchte. Also eine Listennummerierung hat eben einen Listennamen. Ich möchte jetzt eine eigene Liste definieren. Ja, ich möchte eine eigene eigene Listennamen definieren. Ja, und deswegen geht auf Feldfunktionen da links unten. Da kann ich das nämlich ein bisschen genauer einstellen. Ja, drücke auf Feldfunktionen. Kann man hin und her schalten da. Ja, und da unter Option, da sehen wir Listnum Name. Und das nehme ich jetzt, Name, und der Name soll sein Zitatnummer. Das ist meine Liste Zitatnummer. Okay. Also Zitatnummer, jetzt habe ich es nämlich da, siehst du, jetzt habe ich es da. Zitatnummer, Ebene ist 1, passt, Anfangswert soll 1 sein. Okay. Jetzt steht da 1. Gefällt mir vielleicht nicht hundertprozentig. Jetzt kann ich sagen, unter Start neues Zahlenformat definieren und da kann ich mich austoben. Ja, da kann ich zum Beispiel davor schreiben, Zitat 1. Den Punkt nehme ich weg, dafür mache ich einen Doppelpunkt. Cool, ha? Zitat 1, okay. Jetzt ist das hier, wenn ich da Backspace mache, siehst, es ist ein ganzes Feld. Ein ganzes Feld. Das ist jetzt da. Zitat 1. Was ist ein Zitat? Ich denke, also bin ich. Punkt. Zitat 1. Wie mache ich jetzt, dass das wieder hinzugefügt wird. Ich persönlich bevorzuge es. Ich konnte wieder machen, einfügen, Schnellbaustein und so weiter. Also da probieren wir es. Autotext, Feld, Listennummer. Num Pages, Listnum, Zitatnummer, Ebene 1, okay. Zitat 2, ja. Und funktioniert.
Ich denke, also bin ich. Nutze den Tag. Carpe diem. Ja, das ist ja das, was alle irgendwo hinschreiben. Ja, ich bin so sophisticated. Ich spreche jetzt Latein. Carpe diem. Ist das ja falsch geschrieben? Eine zweite Möglichkeit, um das wesentlich schneller zu machen, ist, ich kopiere das. Steuerung C, Steuerung V. Wunderbar, wunderbar. Ja, Zitat, nutze die Nacht. Ja, manche Carpe Noctem. Ja, das wissen schon wieder weniger. Gell? Egal. Nutze die Nacht. Ja, also von der Abgabe in Konstruktionsübungen, nutze die Nacht. Sollte man schon fertig sein, natürlich. Ja. Gut, ja. Jetzt sagen wir, ja, aber bitte, das ist ja schön. Ja. Die Zitate können auch jetzt komplett irgendwo sein. Steuerung V habe ich einmal gedrückt, ja. Steuerung V. Jetzt ist das Zitat 1. Das Zitat 1. Ich kam, sah und siegte. Julius, ja, was ist da unten passiert? Scrollen wir nach unten. Aha. Wieso ist das noch immer eins? Rechte Maustaste. Weil da der Anfangswert gesetzt ist. Weg damit. Das macht also der Anfangswert. Okay. Also jetzt kann ich eigentlich übere Zitate einfügen. Da ist eine schöne leere Seite entstanden durch einen Zeilenumbruch. Da, Zitat 1. Jetzt gehen mir die Zitate aus. Vielleicht hätte ich mich besser. Jetzt gehen mir die Zitate aus. Ja, Zitat 1, Zitat 2, 3, 4, 5. Super. Ja? Also ich kann jetzt überall einfügen und ich habe mit dieser Liste eben ein nummeriertes Element geschaffen. Kann mehrere Listen anlegen, kann die überall verteilen, kann Zitate nummerieren, vielleicht nur irgendwas anderes nummerieren. Das müsste dann passen an für sich. Da geht auch dann gleich die Sonne auf bei so viel wunderbaren Zitaten. Gut, ja, also das war eben nummeriertes Element. Weil es so schön ist, füge ich hier in der Mitte auch noch ein Zitat ein. Berichte über meinen Tod sind stark übertrieben. Mark Twain. Ja. Ja, nummeriert, Zitate. Normalerweise, man sollte ja an und für sich schon das nummerieren. Ja? Jetzt drehe ich aber die Beleuchtung etwas zurück, muss ich sagen. Schaut ein bisschen wie das. Besser, oder? Zitate. Also Zitate normalerweise zitiert man aus irgendwelchen Quellen. Okay? In einer technischen Publikation, in einer wissenschaftlichen Publikation auch, hat man irgendwelche Quellen und aus diesen zitiert man. Man muss so Zitate, die man verwendet hat, man muss diese Quellen offenlegen. Ja? Das gehört irgendwie zusammen. Zitieren aus Quellen und dann sagen, aus welcher Quelle ist das und so weiter. Das nächste Mal sehen wir uns an, wie man so Quellenangaben machen kann, wie macht man das? Wie bringt man das in unsere Wörter hinein, dass wir hier verschiedene Quellen eben machen können? Und dann, wie zitiert man daraus? Ja, wie schaut das aus? Wie macht man das? Nächstes Mal, für dieses Mal, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.